Yo Leute, was geht ab? T-Mobile hier. Heute mal mit einem Review-Video zu den Deskbots oder auch bekannt als Bürobots. In dem nächsten Set, Cross Souls, kommt halt ein neuer Deskbot raus, Nummer 4. Und ich habe halt von dem Kumpel gehört, dass er die spielen will, dass die gar nicht so schlecht sein sollen. Deswegen schauen wir die uns heute mal an. Also es gibt bisher 3. In den letzten 3 Sets ist jeweils einer rausgekommen. 1, 2 und 3. Und jetzt in dem nächsten Set kommt Nummer 4 raus. Und mein Kumpel will die halt spielen. Kleine Info zu dem, der ist halt ein bisschen OCG orientiert. Schaut sich dort immer die neuesten Decks an und Trends. Dann erzählt er uns halt immer davon. Und wir nehmen ihn meistens nicht so echt wirklich ernst, weil er irgendwie von fast jedem Deck dort begeistert ist. Aber ich habe jetzt schon öfters von Deskbots gehört. Die sollen echt interessant sein, deswegen schauen wir uns die mal an. Also als erstes haben wir da Deskbot 001. Maschine, Erde, Tuner, Level 1. Also richtig interessante Werte. Also Erde ist interessant, Maschine ist interessant, Tuner ist interessant, Level 1 ist interessant, 500 ATK, 500 DEF. Sogar die Werte sind interessant. Zum Beispiel für Maschinenduplikation. Fällt mir so als erstes ein. Also sein Effekt ist, er kriegt 500 ATK und DEF für jedes Maschinentyp-Monster, das du kontrollierst. Ich nehme mal an, für sich selber auch. Also kommt er mit 1000. Und wenn zwei oder mehr Maschinenmonster gleichzeitig gespecialt werden, kannst du den aus deinem Deck, aus deinem Friedhof specialen. Also ein Tuner, der sich selber specialen kann, ist schon mal nicht schlecht. Also hat auf jeden Fall interessante Werte, interessante Statistiken. Schauen wir mal weiter, was die anderen Deskbots können. Dann haben wir Nummer 002. Der ist Level 2, auch Erde, auch Maschine, aber kein Tuner. Auch 500 ATK, 500 DEF. Und sein Effekt ist, wenn er gespecialt wird, kannst du dir eine Deskbot-Karte von deinem Deck auf die Hand holen und alle Maschinentyp-Monster, die du kontrollierst, erhalten 500 ATK und DEF, außer er selber. So interessant, halt, ist halt der Searcher des Decks. Frage ist halt, wie man ihn am besten specialt, ob man Call spielt oder sowas. Auf jeden Fall sehr gut mit Maschinenduplikation und er boostet halt nochmal alle mit ATK und DEF. Also ich habe schon gehört, dass die sehr OTK-basierend sind. Dann haben wir als nächstes Deskbot 003. Der hat jetzt 3 Sterne, 500 ATK, 500 DEF. Also hier kann man schon ein Muster erkennen. Die steigen wahrscheinlich mit jedem Set, mit jeder Nummer um ein Level. Kommt halt darauf an, wie viele es dann insgesamt gibt. Und sein Effekt ist jetzt, wenn er normal beschwört, kannst du ein Deskbot-Monster von deinem Deck spezial beschwören. Außer 003, was ziemlich krass ist, weil du dann einfach 002 specialen kannst und mit dem da was suchen. Also vom Effekt her gefallen die mir bisher sehr gut. Dann weiter zum Effekt. Einmal pro Runde, während deiner oder der gegnerischen, kannst du ein Deskbot-Monster wählen, das du kontrollierst. Und es erhält 500 ATK und Defense für jedes Deskbot-Monster. Ne, sogar für jede Deskbot-Karte, die du zurzeit kontrollierst bis zu Ende der Runde. Dann haben wir als letztes die 004, die halt jetzt dann in dem nächsten Set rauskommt. Level 4. Ansonsten dieselben Werte, 500, 500. Der jetzt einen richtig langen Effekt. Wenn diese Karte mit einem gegnerischen Monster kämpft, während der Schadensberechnung, entweder in deiner oder der gegnerischen Runde, kannst du ein Deskbot-Monster von deinem Deck auf den Friedhof schicken, außer 004. Und falls du das machst, kriegt diese Karte ATK und DEF in Höhe des Levels mal 500 dazu. Also sprich, wenn du 003 sendest mit 3 Sternen, kriegt der 1,5 ATK und DEF dazu. Aber falls du diesen Effekt aktiviert hast, dein Gegner keinen weiteren Kampfschaden diese Runde. Und falls diese Karte ein gegnerisches Monster im Kampf zerstört, kannst du 2 Deskbot-Monster mit verschiedenen Leveln von deiner Hand oder von deinem Friedhof spezial beschwören. Ziemlich interessanter Effekt. Du kannst halt angreifen, ein Monster, also 003, auf den Friedhof schicken. Dann hat der hier schon mal 2000. Mit 2000 kommt er über viele Sachen drüber. Und dann kannst du sogar den 003, den du gerade erst auf den Friedhof geschickt hast, spezial beschwören. Und noch einen dazu. Sagen wir, du beschwörst nochmal 002 oder so und kannst dir nochmal was auf die Hand suchen. Also schon ziemlich interessant, die Karten, die Deskbots. Also ich finde die Deskbots echt interessant, haben echt starke Effekte. Also sollte man auf jeden Fall nicht unterschätzen, vor allem 004. Und ich bin doch ein bisschen verwundert, dass die bisher noch überhaupt nicht gespielt werden, obwohl die doch echt relativ gut sind. Also mal schauen, ob 004 was dran ändert. Ansonsten, wenn nicht, dann werde ich mir ein Deck davon bauen. Falls ihr das sehen wollt, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten war es das erstmal. Leute, wie immer, liken, subscriben, kommentieren. Checkt unsere anderen Videos ab und ciao.